Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen hier wieder zurück bei Dragon's Dogma. Bevor ich hier aus diesem Pausenmenü rausgehe, kurze Erklärung. Ich war wieder Medaille ein bisschen farmen und mir ist eingefallen, wie wir das Problem mit den Lazarussteinen lösen können. Soweit ich weiß, verkauft die Furnival, das heißt, wir brauchen viel Geld. Ich also, okay, alles klar, gehst nochmal den Blue Moon Tower ab. Und was passiert? Ganz oben. A Wyvern kommt! Ja! Hey! Die Arme! Quattro! Ettore Ego! Latte histo gusta! Die haben immer andere Stimmen, kann das sein? How do we fight such a thing? We'll get nowhere while it's aloft! We cannot reach it from the ground! Okay, wir holen erstmal die Harpien runter. Now, bring fire! Harpien! Oh, ich hab den... Das ist gar keine Harpien, du bist der Drache! Der hat... Okay. Der hat sein Herz. Strike when it alights. Der hat sein Herz oben. Oh. Nein, vergiss es. Vergiss es, ich bleib drauf. Ja, du benutzt Feuer gegen ihn. Bist du etwa kein Feuerdrache? Ja, Jorle benutzt Feuer. Ich bleib einfach mal an ihm dran, ne? Oh, ich bin nicht ganz... Oh, du Arsch, ne? Ich hab bald was los. Ja, Xander, ich komm ja schon. Ihr macht hier immer so eine Panik, ne? Okay, wenn der... Cannot reach it from the ground. Tis aloft. Brace for a dive. Komm, buffen. Erstmal buffen. Der scheint angeblich... Oder er scheint irgendwie gegen Feuer. Ja, natürlich. Du bist so ein Penner. Ja, komm. Zieh mal noch mal deine Runde. Mal gucken. Diesmal erwische ich dich. Kommst du? Na komm. Der hat schon ordentlich was runter, ne? Der hat schon ordentlich... Oh, oh ja, die Bubbles, die wirken. Mori, sinuous Ira! Bleib da, bitte. Ja. Steal upon it. Pilze, Pilze, ganz viele Pilze. Aim for the wings. Du wirst mich nicht mehr los. Tis aloft. Brace for a dive. Ach, du goldene Neune. Hilfe. The wings, Master. Strike it from the stars against it. Ach, mein Feuer lässt nach, aber das ist okay. Das ist okay. Quickly, the heart is unprotected. Square Elder. Ja, wir werden doch sehen. Wir werden doch sehen. Oh Gott. Oh, das zieht, ne? Oh, jetzt. Oh Gott, das war's für dich. Oh, scheiße. Ich konnte gar nicht so schnell reagieren. Da war der schon tot. Ich hätte mir jetzt natürlich noch gerne von Jorle die Sachen angezogen. Vielleicht hätte er veredelt. Vielleicht hätte er das. Schade. Ich wollte echt nur so ein bisschen noch Sachen holen vom Blue Moon Tower. Wie gesagt, ich glaube, wir können die ganzen Steine von Furnival bekommen. Und das wird uns das Leben erleichtern. So können wir ja die... Müssen wir eben die Steine kaufen. Ich meine, wenn es nicht anders geht... Vielleicht habt ihr mir das auch schon geschrieben. Ist halt eine Möglichkeit, denke ich mal. Krass, unfassbar. Krass. Einfach mal so der Drache. Jetzt sind schon drei auf der Karte. Would that we had seen this place at the height of its glory. There, Master Snow Harpies! Oh ja, ich weiß. Ich wollte eigentlich nur nach oben zu den Kisten hier. Ich wollte ja nur Sachen mitnehmen. Die nehmen wir auch schnell noch mit. Ich werde mal meine Blue Moon Tour werde ich noch mit euch beenden. Also werde ich noch mit euch machen. Ich war noch nicht ganz fertig hier. Und dann habe ich noch was am schwarzen Brett gefunden. In der Seelenschinderschlucht soll sich angeblich ein Basilisk verstecken. Okay, Gold. Wir haben... Jetzt kommt mal mit. Mitkommen. Wir haben noch ein paar Kisten, haben wir noch unten. Hold on, I'll be there shortly. Oh ja. Lasst euch Zeit.
Es eilt ja nicht. Ich glaube, hier beim Blue Moon Tower genau gegenüber gibt es auch so eine Art Katakombengänge, so wie hier. Und da waren zwei Ogre. Ich weiß nicht, ob die jetzt da sind. Da könnten wir auch noch mal hin, die Ogre klatschen. Das wäre ja dann prinzipiell... Was ist das hier? Da muss ich aber wieder durchlaufen, ne? Dann ist ja völlig bescheuert, dass ich gerade hier runtergelaufen bin. Katakomben... Ja, genau, hier. In denen ist das. Komme ich da jetzt auch hin? Ach, wenn ich es auch nicht so wild. Sind halt zwei Ogre drin da unten. We can get outside if we jump down below. Stimmt, so können wir auch. Kommt her. Hier muss ich eh hin. Veilchenring. Alles eben Zeug zum Verkaufen. Das ist super. So, jetzt muss ich hier einmal rum. Mupp. So mache ich das halt immer. Hat sich schon ganz gut eingebürgert hier. Die Runde. Und hoch. Na komm. Noch ein bisschen Gold. Was haben wir hier? Eine zwielichtige Kapuze. Yay. Noch mehr zum Verkaufen. Ich glaube, jetzt haben wir auch alles, ne? Ich habe die da... Nee, eine Kiste habe ich, glaube ich, noch nicht. Eine fehlt mir noch. Wie war denn das? Ah, hier genau. Die beiden. Das. Wupp. Eisenrüstung und hier einmal... Leute! Ich hasse euch. Danke, Ivy. Sehr gut. Even the arisen can. This is not to be ashamed of. Was? Nichts, wofür man sich schämen muss. Ivy ist klatschgleich. Jetzt kommt hier auch noch so ein Spruch. Ja, dann lasse ich die jetzt, die Kiste. Die ist mir jetzt auch wurscht. Schubst sie mich erst runter und sagt, oh, Arisen, das ist ja nichts, wofür man sich schämen müsste. The best of. Ehrlich. So, wir gehen jetzt mal in die Seelenschinderschlucht. Wie gesagt, ich habe ein, das war bei der Gilde, waren noch zwei Quests. Ach, wie gut war das denn? Ich habe schon wieder verpasst. Warte. Ich muss zur Quelle dann, ne? Die Quelle ist, glaube ich, am nähesten. Aber wir könnten da oben auch mal ein Steinchen hinstellen. Ich glaube, das machen wir dann auch. Dann auf zu Kina. Kina wollen wir auch schon lange nicht mehr besuchen. Vielleicht gibt es ja da auch schon wieder neue Erkenntnisse. Obwohl, ja, weiß ich gar nicht. Ist jetzt Kina eigentlich in Kasardis, weil sie ja meine Verliebte ist? Verlobte, Verliebte, wie dem auch sei. Oder ist sie jetzt wieder hier zurückgekehrt? Mason, nein, ich glaub's ja nicht. Was machst du denn bei den Damen hier oben? Das ist ein Witz, oder? Ah, happy coincidence to find you here, Arisen. Ich wollte das selber auch gerade fragen. As you like know by now, my aim is to learn the designs of a certain society. Ja, die haben wir doch mittlerweile ganz gut zerschlagen. I've about enough information gathered to pick up and head home. Die wollen alle wieder weg, das gibt's doch nicht, ne? Ist ja auch eine Flüchtlingskrise. Oi. Mal gucken, ob Kina zu Hause ist. Whoop. Looks like a cottage. Nee, Kina ist wahrscheinlich dann in Kasardis. Okay. Oh, ein bisschen Seide. Wollstoff. Und noch mehr? Also sie hat hier ganz gutes Zeug liegen, ne? So, dann würde ich mal sagen, hauen wir auch gleich wieder ab und weiter. You have done it! You have silenced the evil that threatened our land. Naja. I had faith you could do such. Wie man es sieht, Andri. Immerhin ist ja jetzt auch Grand Sorin irgendwie in Schutt und Asche gelegt. Der fällt mir eigentlich, ich muss Raben töten, ne? Wenn ich rangehe, dann fliegen sie weg. So. Es tut mir schon fast leid. Ein Ei. Und ein bisschen Gold. Genau, wusste ich es doch. Hier ist auch noch eine Kiste.
Mahagoni-Umhang. Wieder Zeug zum Verkaufen. Ich muss gleich auch mal was weiterreichen. Also wenn wir jetzt noch durch die Seelenschinderschlucht gehen. Oha. Da sind wir ganz schön bepackt mit. Ist die Frage aller Fragen? Oh. Es bleibt die Frage, was ist mit der Chimäre da hinten? Oh, ich kann jetzt schon nicht mehr laufen. Komm, ich gebe mal was weiter. Was haben wir hier? Ah, eine neue Drachenschuppe. Ja, Ivy, du bist ja mein Packesel. Tut mir leid, Eva. Übergeben, Ivy. Also der Blue Moon Tower lohnt sich da echt. Also gibt es ja eben auch diese verschiedenen Erze, die sind sehr wichtig. Daraus lässt sich ja dann später Bleisphäre basteln. Das muss man schon irgendwie mithaben. Also, huch, nicht hier. Was habe ich hier denn alles? Himmelsanker übergeben. Was? Gesalbte Stacheln. Das kann nur Jorde tragen, warum auch immer. Oh, eine goldene Waffe. So, Ivy, leicht, dann passt das. Wow. Jetzt schauen wir mal, was die Chimäre hier hinten macht. Ist die jetzt auch schwarz geworden? Ist sie überhaupt noch da? Ist die zweite Frage. Na komm. Ey, was? Nicht die Kanone. Nicht die Kanone. Das Schild fängt so schön an zu leuchten, wenn es verzaubert ist. Hört doch mal auf, das Tier anzu... Was macht ihr denn? Wieso? Oh, Jolle. Eigentlich müsste früh morgens sein. Es ist eine normale Chimäre. Ja, normal. Und da brennt sie auch schon. Das geht natürlich fix jetzt hier. The beast is panicked. How does one face such a beast? The goat is silenced. The goat is silenced. I'll mount the beast and hobble it. Attack! Even in numbers, a weakling is a weakling still. Da da da. In the hell is their chief. Do not just attack blindly. Mind the stones it throws. Kommt, ich erschlagen wir auch noch Wurmholzsaft. Das muss ich mitnehmen. Ich habe jetzt nämlich mal im Lager, habe ich aus dem wirksamen Grünlattich, was wir die ganze Zeit benutzt haben, habe ich jetzt mal abgelagerten Grünlattich gemacht. Das geht in Kombination mit dem Wurmholzsaft oder Wolkenwein. Ich dachte eigentlich, Wolkenwein kann man auch irgendwo kaufen, oder? War das nicht so? Ich hatte jetzt auf jeden Fall nicht so viel. Oh, jetzt bin ich schon wieder mittel. Und habe das alles... Naja, verwurstet zum abgelagerten Grünlattich. Also es ist schon nicht so schlecht. Haben wir jetzt auch alle bei. Also wir haben jetzt umgestellt. Soldatenunterkleid. Das sieht noch ganz gut aus hier. Eisenrüstung. Alles schönes Zeug zum Verkaufen. Mittel. Ivy, ja, du kannst das noch tragen. Dann bist du auch mittel, ne? Naja, Gott. Gut, komm hier. Das wird schon passen. So, dann aber auf zur Seelenschinderschlucht. Ich bin gespannt. Hüter der Uralten, genau, wir sollen 7 Geoechsen erschlagen, ne? Und hier das Nest des geflügelten Biestes. Einen Basilisken bezwingen. Wir haben, oder ich weiß, dass wir gegen Versteinerung was dabei haben. Und Jorla hat auch den Zauber der Leere, der gegen Versteinerung hilft. A wealth of materials lies close, I believe. Also, es kann schon sein. Also die kann uns, wenn sie uns versteinert, mit einem Schlag, glaube ich, töten. Da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ach, jetzt sind die Damen da wieder. Ah, das ist gut. Ja, da hat er noch einen Stein bei. Also wir können in der Seelenschinderschlucht auch mal ein Steinchen platzieren. Dann müssen wir nicht... Dann ist die Frauenfestung auch in der Nähe. Dann ist das, passt das auch besser. Warte mal, hier kann man irgendwo rüber. Hab ich schon wieder verpasst? Ich glaube hier kann man irgendwie rüber. Also. Na los. Wupp. Das ist, glaube ich, nicht tief. Ja.
Na los, hüpf, hüpf, ha, hüpf, ha. Beware the water's edge, Master. Monsters lurk within the depths. Ja, Pilz ist auch gut. Ich habe vorhin gesehen, irgendwas Tolles konnte man mit ihm kombinieren, ne? Das ist auch gut. Irgendwas Tolles konnte man mit ihm kombinieren. Aber jetzt muss ich mal auf die Karte schauen. Gehe ich noch richtig? Nee. Ich muss weiter armed, die Master. Richtung. Ja, komm, lass die jetzt. Wir müssen aufpassen, hier ist auch noch mal eine Chimäre. Irgendwo. Ich glaube, da vorne. In der, auf jeden Fall in der Bucht, in der Bay. Perhaps it bears novel fruit. Stachelnuss, oh. Tja, gut. Ich schiebe mal so ein bisschen mit meinem Auge nach links. Ist das Nachtjammer? Nee. Caution, Master. Massive beasts prowl this area. Naja, dann haltet die Augen offen. Upp, einmal runter. Ich glaube, wir können hier auch auf dem Weg bleiben. Wir müssen nur dann ein bisschen rechts einbiegen. Warte. Ja, das passt. Ja, oh, schon wieder Bandits. Sogar die Frauenbanden, ne? Hier so weit draußen. Oh. Ach, das ist ein Zyklop. Ich höre es da schon. Ja, schlaf mal weiter. Mondenglühen. Ah, Jasper. Wait for an opening. No interruptions. Gunst bei Simone. Warte, halt. Wo muss ich jetzt? Ah, es ist ein Stück links. In quick succession. What a splendid woodland. So ja, das ist... Ach, ihr habt das schon wieder... Ja. Alles klar. Ihr habt da schon wieder Kuschel-Action. Ich verstehe schon. Ah, nee, hier ist falsch. Oder muss ich oben lang? Eigentlich nicht. Eigentlich ging der Weg hier echt hoch. Musste ich hier lang? Armed rogues. Ja, komm, ist gut jetzt. Lass mich in Ruhe. Wir laufen einfach mal durch. Irgendwann kommen auch die Vasallen hinter. Very well. Whoop, whoop. Here I go. Oh. Auch noch was Schönes. So mitten im Wald. Und? Naja. Also so wie ich das gesehen habe, mit dem Erlass von Fornival und also mit dem Nachlass, Preisnachlass, bei Fornival kosten die immer noch so 25.000. Ein Splitter. Und ein Stein macht 3 aus. Also könnt ihr euch ja ausrechnen. Das... Oh. Ja, damit hat jetzt unsere Gruppe nicht mehr die Probleme, ne, mit dem Banditen. So, wir haben hier Harpien, gleich zu Anfang. Können wir auch auf der Karte gucken, wo der sich befinden soll? Unbekannt. Aber ich habe es schon angewählt, oder? Ja, der Basilisk muss auch irgendwo in der Seelenschinderschlucht sein. Das macht am meisten Sinn. Wenn das wieder nicht angezeigt wird, sondern nur so als Ort, ne? Es könnte dort und dort sein. Links the capital with the west of Grancis. Winged monsters seem to favor the terrain here. Still happy. Full beast. Ja, ich weiß. Grounded, they're easy prey. Ich hab halt immer die hier vorne. How strong the fire of Ford recovers. We have triumphed. Ja, was? Jetzt sind die da einfach hinten disappeared. The bridge is rotted through. Das müsste aber reichen. Ja. Our strength brought us victory. Did it. Ach, und der Zyklop ist auch wieder da. Natürlich. Oh. There, Master. Snow harpies. Das kann sie gleich vergessen. So. Oh, wow. Their screams chill the blood to ice. Just wait. We'll see your weakness. Zack, und weg bist du. Hinter dies. Ah, noch immer noch welche? Das kann nicht sein. Beware the harpy song. Tatsache. Na gut, komm. Slay them before they can use their voice. Na, fast Ivy. Aber die Arme waren zu kurz. Oh, gleich 2 erwischt.
Kapu. Wo ist meine Jale? Ah, sie ist noch da. Jale, bist du schon unten? Ach, guck mal, hier ist so ein Ei wieder. Da war ein Nest. Tja, ist jetzt die Frage, wo könnte der sein? Ich schätze mal, auf der anderen Seite hier von der Ebene vielleicht. Oder unten. Oh, oh Ivy, ich dachte schon, du bist runtergesegelt. Oh, Zander, hört doch mal auf, so zu springen. Das ist nicht gut für euch, für eure Gesundheit. Glaubt's mir. Glaubt's mir doch einfach. So, und die auch noch hier. Weg damit. Hier gibt's doch das Medaillon, ne? Hier gibt's immer das Amulett des Himmelsboten. Ich frag mich, ob das irgendwas zu bedeuten hat. Oh, Gold. A Sulfasaurian comes. Ach ja. Stimmt, die gab's ja auch. Na denn, auf geht's. Und Phantome gibt's hier. Muss man aufpassen. Das sind grüne Echsen. Nee, das ist. Nein! Oh Gott, deswegen, ich fall runter. Ich fall doch runter, oh Gott. Okay, hier brauchen wir noch eine Kanone. A strong flame may take it out! Ist der tot? Nein, der ist nicht tot. Ah. Ach, Shepard, treff ihn doch. Hier. Das ist unfassbar. Da ist er doch. Shepard. Der will mich verarschen. Oh, warte. Wir müssen uns nochmal buffeln. Das sind Wasser. Beware the lightning. Ja, da ist einer. Ist einer geplatzt. Das sind so Wasserphantome. Na komm, wo bist du? Gerade noch da? Da. Meine Bubbles treffen nicht. Das kann nicht wahr sein. Der ist zu flink. Na los. Lass dich einmal treffen. Der haut aber ab. Find an opening, then strike. I shall watch the spirit's actions. Na gut. Oh, Basiliskenfluidum. Können wir gleich gebrauchen. Oh nein. Ah, verdammt. Nicht drauf geachtet, ne? Na, wo bist du jetzt? Oh, Jale. Ja, ihr seht schon, also so kann ich gar nichts ausrichten. Das tangiert den Peripher. Ah, vielleicht kriegen wir noch runter. Ja. It'll take more gut gemeint. Than that. Ja, der hat ein Spokanium fallen lassen. Sehr gut. Manchmal lassen die auch nur so Splitter eines Spokaniums fallen. Das ist ja noch doppelt so enttäuschend. Und hier ist ja der eine auch gefallen. Hat der was hinterlassen? Oder ist er schon weg? Verflixt und zugenäht. Nee, der hat nichts hinterlassen. Okay, hört das? Ich höre ihn. Ich habe ihn gehört. Er muss da drüben sein. Ah, man sieht noch nichts. Wir müssen jetzt durch die ganze Schlucht nochmal, ne? Och Gott. Ja, komm hier. Goblins. The next one. The Hobgoblin. Hallo. Ihr seid jetzt schon wieder ein bisschen härter, ne? Was hast du dir auch so gedacht? Mach mal deine Verteidigung auf, genau so. Oh. Wunderlichen Wein, den nehme ich halt mit. Irisring, ja, gut. Oh, was gibt's denn hier alles? Meine Güte, Hartknolle, Tunke, Eigebräu, Rachenschweine. Pilztee ist, glaube ich, auch für Versteinerung.
Ja, baut mal ab da. Und hier sind, ich glaube schon wieder, ne? Ich glaube, jetzt kommen wieder Phantome. Oh ja, ich sehe sie doch schon. Und wenn wir Pech haben, ist ja auch noch so ein kleiner Basilisk. Oh, sind das gar nicht, viele. Einfach auf die Kanone schlagen, irgendwas wird schon treffen, hoffentlich. Ja? Ich glaube, die Bubbles wollen die auch einfach nicht finden, kann das sein? Ivy, da hinten ist eine Atom. Oh Gott. Na, 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 wo kommt er? Strength in numbers, Arisen. That was hardly a warm-up. Okay, den haben wir. Sehr gut. Basilisken. Ah, das passt ja. Braucht wer noch Hilfe? Ja, anscheinend schon. I've learned a new way to fight their... I've learned the contents of this book. Ivy und Sander. Gut. Dann hat sich's ja richtig gelohnt. Ah, Fische. Aber ich bück mich jetzt nicht, weil sonst bin ich wieder klatschnass. Jetzt holen die auch wieder ihre Lampen raus. Oh Mann, und ich habe angefangen am Tag. Ne? Also eigentlich... Oh, Silbertwill. Will. Fliegen hier wieder Harpien? Nö. So, jetzt ist die Frage. Ich glaube, hier hinten konnte man lang, ne? Oh, da fliegt doch... Da ist er doch. Ich seh's. Ich sehe es. Nein, das ist Blödsinn, was ich mache. Verdammt, die Basilisken sind anfällig gegen, Blitz. Das ist schlecht. Keine Verzauberung auf Blitz. Und Jolle hat, glaube ich, keinen Blitz bei. Okay, dann müssen wir es mit Feuer probieren. Oh, Jolle, ey, halt dich bereit, ne? Zauber der Leere, ich sag's dir. Ich hab ein bisschen Angst. Okay. Der ist auch gar nicht... Oh Gott. Das ist wieder so ein Gockelgreif, ne? Ja, ich sag doch, Gockelgreif. Rache... Ja, hast du gut gemacht. Jetzt geht's los, ihr Lieben. Das ist schön. Bleib doch mal stehen. Mieses Ding jetzt. Ja. In the throat, okay. Na, ich probier's ja schon. Oh, ich bin dran. Ja. Wow. Wehe, du schmeißt mich hier über. Ah, Gott. Wie war's, Poison? Vergiftet? Ich habe eher Angst vor der Versteinerung. Oh Gott, ich häng irgendwo dran. Was ist denn, wenn wir ihn die. Die Flügel brennen lassen. Oh. No, so, jetzt nochmal. Oh. Kerle. Alexander hängt noch dran. Ihr habt alle Zustandserinnerungen. Ich weiß das. Now, while it's down. Ja, er liegt. Beware its rule. Wo bin ich? Wo bin ich? Take care, you aren't petrified. Auf den Gockel, auf den Hahn, auf was aber. Oh, der ist fast tot. Oh ja. Ha! Well done. What's this? Glatt schwarze Fittiche. Fittiche, das war unser erster Basilisk. Wieso hat denn Sander, hörst du mal auf, irgendwelche Twilzer benutzen, zu benutzen? Kann man das überhaupt benutzen? Nee. Glitterfittisch. Oh, okay. Ivy, du bist doch vergiftet. Warte, ich geb dir was. Wo hab ich's? Ach, das ist
das ist doch hier. Ich muss hier. Nein, ich muss da rein. Ja. Da. Sehr gut. Das, der Rest wird vergehen. Juwel der Versteinerung. Oh, das klingt alles ziemlich schick. Jetzt kommen hier die richtig heftig harten Bosse, ne? So wie mir scheint. Richtig fiese Gegner. Ist das wieder Himmelsthronblüte? Oh ja. Sehr schön. Dreizahn. Das ist Zweihand. Zweihandschwert. Oh, warte. Ist hier noch was? So, was baut ihr denn da überall noch ab? Das ist ja unfassbar. Boah, es ist so arg dunkel. Hier ist nichts mehr? Okay, ich glaube, das war's. Wir sind doch schon so weit, dass wir eigentlich sagen können, wir machen fertig und Schluss für heute. Ich werde mit den Medaillen sammeln mal weitermachen. Also jetzt sind wir ungefähr so bei 60, ne? Ich hoffe ja, dass wir das dann bald haben. Oh, guck mal, hier ist auch noch eine Kiste. Nehme ich schon mit. Was wir jetzt nochmal machen könnten, ist nach Grand Service zurückzukehren. Vielleicht gibt es da auch noch wieder neue Aufgaben. Jetzt, wo wir den Drachen oben haben, den Basilisken und die Hydra. Also das hört und hört nicht auf hier mit diesen epischen Gegnern momentan. Machen wir das doch mal nach Grand Sorin. Also ich schlage jetzt nicht mehr den Zyklopen da oben. Das ist... Da ist es noch ein ganz schönes Stück hin. So. Sind wir da? Da, seht ihr mal. Wieder Neues. Los, einmal heilen für euch. Ich glaube, das reicht, ne? Ja. Schattenwölfe. 30 Schattenwölfe. Wölfe. Ja, okay, gut. Nicht so spannend. Macht aber nichts. Oben ist auch noch eine Tafel. Die gehe ich mal ab. Vielleicht ist da noch was. Such a magnificent fortress was useless in the end. Schon wieder so ein Typ mit einem Einhorn gerade auf dem Kopf, ne? Ist aber total merkwürdig. Nee, hier ist nichts mehr. Dieses Loch immer noch, ne? Das ist immer noch so atemberaubend einfach. Nicht atemberaubend schön, sondern es raubt einem halt wirklich den Atem. Das ist so krank, dass dieses Ding... Gut, ihr Lieben, ich mache mein Inventar und werde mal uns versuchen, Geld ran zu schaffen, alles zu verkaufen eben, ne? Ein paar Medaillen noch zu farmen oder zu sammeln eben, die ja noch offen sind. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder bei Dragon's Dogma. Bis dann sage ich tschö mit Ö. Gehabt euch wohl. Tschüss.